Einige von euch sind momentan unglücklich, weil in euch etwas festsitzt, wofür ihr euch versteckt, was ihr verdrängt, dem ihr euch nicht stellen wollt, was ihr nicht verarbeitet habt. Und ihr werdet nicht glücklich sein, bis ihr zurückgeht, um euch um diese Sache zu kümmern. Es kann sein, dass ihr jemandem vergeben müsst. Oder es geht darum, dass ihr etwas falsch gemacht habt. Ihr könntet es jetzt in Ordnung bringen, aber ihr wollt keinen Staub aufwirbeln. Bevor ich Dave kennenlernte, hatte ich einmal Geld von einer Firma gestohlen, für die ich arbeitete. Mein damaliger Mann war ein Kleindieb und er überredete mich, Geld von der Firma zu stehlen. Gesagt, getan. Und dann sind wir aus der Stadt in einen anderen Staat geflohen. Als ich dann in den 70ern ernste Sache mit Gott machte, inzwischen war ich mit Dave verheiratet und hatte mehrere Kinder, und mit meiner christlichen Arbeit anfangen wollte, hatte ich eines Tages den Eindruck, dass ich zurückgehen, die Situation aufarbeiten und das Geld zurückgeben sollte. Aber ich hatte Angst davor, weil ich dachte, was ist, wenn ich verhaftet werde? Was ist, wenn? Was ist, wenn? Sobald man sich einer Sache im Leben stellen will, kommen einem ganz viele Was-ist-wenns in den Kopf. Ich bin aber trotzdem hingegangen und habe die Situation erklärt. Ich habe den Leuten in der Firma erzählt, dass ich Christin bin und ich mich von Gott dazu gedrängt fühle, das Geld zurückzugeben. Ich glaube, sie respektierten mich dafür, dass ich mein Fehlverhalten freiwillig eingestand. Leute haben keinen Respekt vor uns, wenn wir vor Dingen davonlaufen. Sie haben Respekt, wenn wir sagen, ich hatte Unrecht, es tut mir leid, ich übernehme die Verantwortung dafür. Das hätte ich nicht tun sollen, ich hätte mich so nicht verhalten sollen. Aber wir wollen uns lieber davor drücken. Ein andermal hatte ich den Eindruck, dass ich meinen Vater zur Rede stellen sollte, wegen des schrecklichen Geheimnisses, das immer in unserer Familie gewesen war und über das nie gesprochen wurde. Inzest und sexueller Missbrauch. Ich hatte immer schreckliche Angst vor meinem Vater. Solche Angst hatte ich vor ihm, dass ich zitterte, wenn ich in seiner Nähe war. Allein schon die Vorstellung, zu ihm zu gehen und ihm zu sagen, wir müssen über das reden, was du mit mir getan hast, jagte mir einen unglaublichen Schrecken ein. Aber der Tag kam, an dem Gott sagte, heute ist es soweit. Und ich habe es getan. Ich will euch hier nicht vorschreiben, was ihr zu tun habt. Es ist Gottes Sache, euch das zu sagen. Ich sage nicht, dass ihr dasselbe machen müsst wie ich, wenn ihr etwas gestohlen habt, aber ich will es euch auch nicht ausreden. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es Dinge gibt, die wir nicht aufarbeiten und die uns belasten. Manchmal vergraben wir sie so tief in unserem Innern, dass wir nicht einmal wissen, was uns genau belastet. Irgendetwas belastet uns jedoch und wir geben allen möglichen Dingen die Schuld dafür. Natürlich gibt es auch Fehler, die wir nicht wieder gut machen können. In dem Fall können wir nur um Vergebung bitten. Aber es gibt auch Fälle, in denen wir eine Entschädigung leisten sollten. Jetzt machen hier viele große Augen, weil ihr an all das denkt, was ihr in eurem Leben unvollendet gelassen habt. Und jetzt fragt ihr euch, oh, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, hierher zu kommen. Ist es nicht wunderbar, sich Dinge von der Seele reden zu können, um von ihnen frei zu werden? So richtig frei zu werden. Well, in 2 Samuel chapter 12, we have a situation. In 2. Samuel 12 haben wir so eine Situation bei König David, der Ehebruch beging und dann auch noch den Mann dieser Frau umbrachte. Wir reden hier von König David, dem Geliebten des Herrn, dem, der gesagt hat, ich bin der Gesalbte des Herrn, dem Hirten, der so viele Lieder gesungen und so viele Psalmen geschrieben hat. Doch nun hatte er diese schreckliche Sünde begangen. Ich will das nicht zu sehr ausführen, aber es ist erwähnenswert, dass die Geschichte damit anfängt, dass zu der Zeit, in der Könige normalerweise in den Krieg zogen, David zu Hause blieb. Es war wohl etwas Trägheit über ihn gekommen, etwas Passivität. Statt draußen bei seinen Männern zu sein und sich dem Feind zu stellen, wie er es hätte tun sollen, blieb er zu Hause und sah Bathseba, die auf dem Dach badete. Und das war sein Ruin.
wenn er nur dort gewesen wäre, wo er hätte sein sollen. Einige von euch würden nicht in Schwierigkeiten geraten, wenn ihr sonntags morgens in der Kirche wärt, wo ihr eigentlich sein solltet. Einige von euch würden nicht in Schwierigkeiten geraten, wenn ihr morgens Zeit mit Gott verbringen würdet, wie ihr es eigentlich tun solltet. Es ist schon viel gewonnen, wenn man einfach da ist, wo man sein sollte. Auf jeden Fall hat dieser David, dieser große Mann Gottes, über den Gott gesagt hat, er ist ein Mann nach meinem Herzen, nicht nur diese Sünde begangen, sondern es auch noch geschafft, seine Tat ein ganzes Jahr lang zu verdrängen. Bestimmt nagte sie innerlich an ihm, aber wahrscheinlich tat er einfach das, was wir auch häufig tun. Er wies die Schuld von sich. Oft geben wir dem Teufel die Schuld. Oh, der Teufel, der Teufel, der Teufel. Ich weiß nicht, was mit meiner Freude passiert ist. Also schickte Gott jemanden, um mit David zu reden. Einen Propheten namens Nathan. Ich glaube, Gott schickt häufig Menschen, um zu uns zu sprechen. Er schickt Menschen, um uns in bestimmten Angelegenheiten zur Rede zu stellen, aber wir werden wütend auf sie. Na ja, du bist aber auch nicht gerade die Vollkommenheit in Person. Vielleicht hat Gott mich heute hergeschickt, um einen bestimmten Punkt in deinem Leben anzusprechen. Ich tue das nicht, weil das so viel Spaß bringt. Ich tue es, weil ich mir mehr als alles andere wünsche, dass Menschen in den Genuss dessen kommen, was Jesus durch seinen Tod für sie ermöglicht hat. Ich wünsche mir, dass ihr Frieden, Freude und Gerechtigkeit im Heiligen Geist habt. Und ich wünsche mir, dass ihr Christen seid, die Frucht bringen und auf die Gott stolz sein kann. Das geht nur, indem ihr euch Problemen stellt und nicht mehr vor ihnen davonlauft, sie verdrängt und ihnen ausweicht. Es gibt viele verschiedene Ausweichmanöver. Über einige von ihnen werde ich heute sprechen, aber ich möchte euch vor allen Dingen dazu auffordern, euch eurem schlechten Verhalten zu stellen, eure schlechten Neigungen ins Visier zu nehmen und eure Sünde aufzuarbeiten. Jetzt denkt ja nicht an all die Menschen, die sich das heute unbedingt anhören sollten. Oh, wenn mein Mann doch nur hier wäre. Ich wünschte, meine Mutter wäre hier. Nun sind sie aber nicht. Du bist die Person, die hier ist. Hört euch diesen Vortrag also bitte nicht so an, als wäre er für einen anderen Menschen gedacht. Er gilt dir und Gott hat jedem etwas zu sagen. Zweiter Samuel 12, Abvers 1. Da sandte der Herr Nathan zu David. Als dieser zu David kam, sagte er, in einer Stadt lebten zwei Männer. Der eine war reich, der andere arm. Der Reiche besaß viele Schafe und Rinder, der Arme hatte nichts, außer einem kleinen Lamm, das er gekauft hatte. Er zog es zusammen mit seinen Kindern auf. Es aß vom Teller des Mannes, trank aus seinem Becher und es schlief in seinen Armen. Er behandelte es wie eine Tochter. Eines Tages kam ein Gast in das Haus des reichen Mannes, doch statt ein Lamm oder ein Rind aus seiner eigenen Herde für den Gast zu schlachten, nahm er das Lamm des Armen, schlachtete es und setzte es seinem Gast vor. David wurde sehr zornig über diesen Mann. So wahr der Herr lebt, schwor er, wer so etwas tut, verdient den Tod. Er muss dem Armen vier Lämmer für das eine geben, dass er ihm, ohne auch nur das geringste Mitleid zu zeigen, geraubt hat. Da sagte Nathan zu David, du bist dieser Mann. Es erstaunt mich immer wieder, wie viel wir an anderen auszusetzen haben, während wir die eigenen Baustellen völlig außer Acht lassen. Genauer gesagt glaube ich, dass das eines der größten Hindernisse für unsere Persönlichkeitsentwicklung ist. Immer darauf zu schauen, was mit anderen nicht in Ordnung ist. Und dabei unsere eigenen Probleme nicht anzugehen. Ihr müsst euch bewusst machen, ihr könnt an dem, was mit anderen nicht in Ordnung ist, nichts ändern. Eure Gedanken werden die Personen nicht verändern. Euer Gerede über sie wird sie auch nicht verändern. Meistens ändern sie sich nicht einmal dadurch, dass man sie direkt anspricht.
Nur Gott kann Menschen verändern. Weil nur er in unser Inneres vordringen und uns von innen her verändern kann. Aber man kann mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und die nötigen Veränderungen in sich bewirken lassen. Vielleicht denkt ihr momentan, dass ihr nie glücklich sein könnt, solange sich die Person XY nicht ändert. Aber ich kann euch aus Erfahrung sagen, wenn ihr euch verändert, könnt ihr glücklich sein, unabhängig vom Verhalten anderer. Du bist dieser Mann. David hat seine Tat daraufhin tatsächlich bereut. Und Gott hat sich wieder zu ihm gestellt. Aber sein Verhalten hatte trotzdem Auswirkungen auf den Rest seines Lebens. An wie viele deiner schlechten Neigungen hast du dich gewöhnt? Und bemühst dich gar nicht um Veränderung, obwohl du das eigentlich tun solltest. In 1. Korinther 13, Vers 11 steht, als ich ein Kind war, redete und dachte und urteilte ich wie ein Kind, doch als ich erwachsen wurde, legte ich das Kindliche ab. Ich würde mich freuen, wenn einige Leute hier dazu übergehen könnten, zu sagen, wenn ich Jesus Christus schon nachfolge, dann hundertprozentig, mit Leidenschaft und echter Hingabe. Ich werde lernen, in meinem Verhalten Jesus ähnlicher zu werden und sollte es das Letzte sein, was ich tue. Wenn Gott euch heute mit Hilfe meiner Worte motivieren kann, euch ihm auf diese Weise hinzugeben und nie wieder einen Rückzieher zu machen, war meine Reise hierher ein riesiger Erfolg. Was für Sünden meine ich? Die großen lasse ich heute mal beiseite. Es ist eher unwahrscheinlich, dass ihr vorhabt, nach dieser Veranstaltung eine Bank auszurauben. Vermutlich werdet ihr das nicht tun. Vermutlich werdet ihr auch keine Nahrungsmittel im Supermarkt stehlen. Aber es besteht die Möglichkeit, dass ihr klagt und murrt, bevor der Tag zu Ende geht. Vielleicht geht es dabei um etwas, was in diesen Veranstaltungen passiert ist. Es besteht die Möglichkeit, dass ihr euch ein Urteil über einen anderen Menschen bildet oder schlecht über jemanden redet. Dabei steht euch so ein Urteil gar nicht zu. Vielleicht geht es bei euch um Rebellion gegen Autorität oder Habgier, Selbstsucht, unreine Gedanken, Unversöhnlichkeit, Neid, Zorn. Vielleicht geht es um Uneinigkeit, Streit, starken Alkoholkonsum. Vielleicht seid ihr undankbar, geht aber in die Kirche. Ich gehe in die Kirche. Einmal im Monat bin ich sogar im Begrüßungsteam. Ich bin es so leid, von Christen zu hören, in welche Kirche sie gehen, obwohl sie lauter dumme Sachen anstellen. Wenn ihr ständig das Tempolimit überschreitet, dann macht zumindest vorher den christlichen Aufkleber ab. Wenn ihr bei der Arbeit 2 Stunden für private Telefongespräche und Surfen im Internet nutzt, dann nehmt das Kreuz um euren Hals ab. Nichts sollte uns wichtiger sein als die persönliche Integrität. Mir gefällt das, was König David gesagt hat. In meinem Haus
will ich ein tadelloses Leben führen. Ich liebe das. Er hat nicht nur für andere eine Show abgezogen, sondern bemühte sich auch hinter verschlossenen Türen, wenn niemand zusah, das Richtige zu tun. Er hatte eine Phase, wo er sündigte und sich von Gott entfernte. Das kann passieren. Gott sei Dank ist seine Gnade jeden Morgen neu. Heutzutage ist es schwierig, jemanden zu finden, der sagt, ich rufe dich morgen zurück und es dann tatsächlich tut. Ich habe diesen Unsinn satt. Wenn du mir nicht die Wahrheit sagen willst, dann sag mir lieber gar nichts. Now. Möchtet ihr Gott wirklich kennen? Oder seid ihr nur daran interessiert, was Gott für euch tun kann? Es gab eine Phase in meinem Leben, in der Gott mir zu sagen schien, bitte mich um nichts mehr ohne meine Erlaubnis. Das Einzige, was ich von dir hören möchte, ist, Gott, ich brauche dich. Meine Gebete hörten sich dann so an, Gott, du musst unbedingt... Ich meine, ich brauche mehr von dir. Gott, ich widerstehe dem Teufel und bete, dass meine christliche Arbeit... Vergiss es, Gott. Ich brauche einfach nur dich. Das hat ungefähr ein halbes Jahr angehalten. Gott erlaubte mir nicht, um irgendetwas zu bitten. Wenn ich es versuchte, blieb mir die Bitte wie Gräten im Hals stecken. Und ich habe gelernt, Gottes Angesicht zu suchen, nicht seine Hand. Wer Gottes Angesicht sucht, wird merken, dass seine Hand immer geöffnet ist. Wer Gott hingegen nur für das sucht, was er tun kann, und nicht Gott selbst sucht, wird immer ein unreifer Babychrist bleiben, der von seinen menschlichen Neigungen getrieben wird. Solche Menschen kommen zwar trotzdem in den Himmel, weil unsere Errettung nicht auf unseren guten Werken basiert. Sie basiert auf dem Tod, der Auferstehung und dem Blut, das unser Herr und Retter Jesus Christus vergossen hat. Aber hier geht es um die Frage, wie sehr ihr eure Reise genießt. Werdet ihr Frieden haben? Werdet ihr Freude haben? Werdet ihr respektiert werden? Werdet ihr gute Frucht tragen? Werden andere Leute euch anschauen und sagen, ich möchte, was du hast? Oder werden sie euch anschauen und sagen, Heuchler? Philipper Kapitel 3, Vers 8. Als Paulus das schrieb, hatte er, soweit ich weiß, einen Großteil des Neuen Testaments geschrieben. Trotzdem sagt er, in Philipper 3, Vers 10, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen. Eigentlich kannte er Gott doch schon. Dieser Mann, der Gott bereits kannte, wollte ihn immer besser kennenlernen, wollte seine Beziehung zu ihm vertiefen und ihm noch näher sein als bisher. Lasst uns das einmal vollständig lesen. Ich möchte, dass ihr das auf dem Bildschirm mitlest. Die Stelle ist zwar ziemlich lang, aber sie drückt es so schön aus. Mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen, zunehmend tiefer und inniger mit ihm vertraut zu sein, die Wunder seiner Person immer stärker und klarer wahrzunehmen, anzuerkennen und zu verstehen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten auferweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich geistlich an seinem Tod teilhabe, damit ich auch eines Tages von den Toten auferweckt werde, an der geistlichen und moralischen Auferstehung teilhabe, die mich schon von den Toten erweckt, während ich noch in meinem Körper bin. Paulus hat nicht einfach gesagt, dass er die Auferstehung erleben wollte. Er sagte, ich weiß, dass ich wohl auch Leid ertragen muss, um dahin zu kommen.
Gestern habe ich gesagt, dass es keine gepolsterten Kreuze gibt. Jesus wurde zwar für unsere Sünden ans Kreuz geschlagen, aber wir alle müssen unser Ego ans Kreuz nageln. Wir müssen unseren Tratsch ans Kreuz nageln. Wir müssen unsere Launenhaftigkeit ans Kreuz nageln. Wir müssen uns demütigen und den Menschen vergeben, die uns verletzen, weil wir wahrscheinlich selbst mehr falsch machen als sie. Hier unten in der zweiten Reihe stimmt eine Person mit mir überein. Könnt ihr mir folgen? Das Problem ist, dass wir unser eigenes Verhalten gar nicht richtig wahrnehmen, weil wir zu sehr auf das Verhalten anderer achten. Alle anderen schauen wir uns durch eine Lupe an, aber uns selbst sehen wir durch eine rosarote Brille. Für dich gibt es keine Entschuldigung, aber ich habe immer einen guten Grund für mein Verhalten. Man kann Paulus' Leidenschaft in diesen Versen förmlich spüren. In Vers 9 sagt er, dass er in ihm gefunden und gekannt sein möchte. Er wusste, dass er in Christus war. Er lehrte andere Menschen bereits darüber, in Christus zu sein. Und trotzdem sagt er, und in ihm gefunden und gekannt zu werden. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Paulus wollte sich stärker bewusst werden, dass er ohne Gott nichts ist. Ich sage euch die Wahrheit, wir sind einfach nicht tiefgründig genug. Und mit tiefgründig meine ich nicht, herumzugehen und O zu machen. Oh. Hast du das gespürt? Hast du das gespürt? Das meine ich nicht. Ich meine, uns nach dem Geist zu richten, nicht nach unseren menschlichen Neigungen. Ich meine, tiefer zu leben, tiefer als die eigenen Wünsche, Gedanken und Gefühle. Ich meine, das eigene Leben hinzugeben, anstatt Gott jeden Morgen die 6 Dinge zu nennen, die man braucht, um sich weiterhin zu ihm halten zu können, sondern zu sagen, hier bin ich, Gott. Was kann ich heute für dich tun? Wofür brauchst du mich heute, Herr? Wem kann ich Gutes tun? Wen kann ich ermutigen? Wem kann ich ein Kompliment machen? Am Ende dieses Tages möchte ich, dass das Leben eines anderen besser gelaufen ist, weil ich heute hier auf der Erde war. Habt ihr mich gehört? Am Ende des Tages möchte ich, dass das Leben eines anderen Menschen besser ist, weil ich heute auf der Erde war. Zu viel Zeit meines Lebens habe ich mit mir verschwendet. Und das möchte ich nicht mehr. Ich möchte in ihm gefunden und gekannt werden. Paulus sagte im Grunde, ich hatte alles, was man sich wünschen kann. Bildung, die richtige Gesellschaftsschicht. Bestimmt hatte er auch genug Geld. Er war ein Oberpharisäer, gehörte zur höchsten Riege des religiösen Lebens. Und er sagte, wisst ihr, was das alles ist? Es ist Dreck. Kot. Verglichen mit dem unschätzbaren Privileg, ihn zu kennen, in ihm gefunden zu werden und tiefer in ihm gegründet zu sein. Fangt gleich damit an, ein paar Dinge in eurem Leben loszuwerden, die euch von Gott abhalten. Wenn ihr keine Zeit habt, müsst ihr einige Dinge streichen. Gott muss im Kalender bleiben. Versucht nie, Gott in den Kalender zu quetschen, sondern passt euren Terminkalender Gott an. Now. In Epheser 4, Vers 15 heißt es, stattdessen lasst uns in Liebe an der Wahrheit festhalten. Wahrhaftig leben und reden und in jeder Hinsicht Christus ähnlicher werden, der das Haupt seines Leibes, der Gemeinde ist. Ich glaube, dass Gott heute einige Wahrheiten über jeden Einzelnen von uns aufdecken möchte. Es ist Zeit, nicht mehr davon zu laufen, sondern sich den Problemen zu stellen.
Der einzige Weg, seine Probleme zu meistern, besteht darin, sich ihnen zu stellen. Im Irak gibt es Rebellen, die Christen verfolgen und aus ihren Häusern, Dörfern und Geschäften vertreiben. Viele Familien haben mit ansehen müssen, wie ihre Kinder entführt und die Ehemänner vor ihren Augen ermordet wurden. Die irakischen Christen werden in ihrer Heimat ganz gezielt verfolgt. Also sind viele Familien geflohen, die meisten von ihnen zu uns in den Libanon, weil es hier sehr viele Christen gibt und sie sich sicher fühlen. Als wir die Not dieser Irakis sahen, haben wir gespürt, dass Gott von uns möchte, dass wir uns um sie kümmern und ihnen mit viel Liebe und Anteilnahme beistehen. Hand of Hope war das erste christliche Hilfswerk, das sich an unsere Seite gestellt hat. Hand of Hope sagte, wir wollen die heilende Hand Jesu für die verwundete Welt im Libanon sein. Die Kinder dieser Familien kommen zu unseren Veranstaltungen und hören hier von Jesus. Ihre Eltern sind dann meist ganz erstaunt, wenn die Kinder zu Hause die Lieder singen, die sie gelernt haben, ganz aufgeregt von ihren Erlebnissen berichten und so fröhlich sind. Dann fragen sich die Eltern, wie kommt es, dass unsere Kinder endlich wieder lachen können? Denn im Irak mussten sie quasi rund um die Uhr zu Hause bleiben, durften nicht draußen spielen aus Angst vor Autobomben, Entführungen und dergleichen. Hier sind sie wieder fröhlich und darüber freuen wir uns riesig. Joyce Meyer macht all das möglich. Sie unterstützt unser Heart for Lebanon Irak-Projekt. Das Essen, das wir kaufen, die Reisen, die wir unternehmen, die Ausflüge, die Freizeiten, alles. Allein könnten wir das gar nicht schaffen, weil es eine sehr große Aufgabe ist und viel Geld kostet. Hand of Hope hilft den irakischen Flüchtlingen und wir selbst fühlen uns durch diese Unterstützung auch wertgeschätzt und geliebt. Besuchen Sie Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Klicken Sie Gefällt mir und Sie bekommen jeden Tag ermutigende Zitate von Joyce auf Ihre Facebook-Seite. Offen, direkt und auf den Punkt. Kleine Oasen für den Alltag. Lesen Sie mit, es lohnt sich. Nur bei Joyce Meyer Deutschland auf Facebook. Empfinden Sie Ihr Christsein als farblos und anstrengend? Ist Ihre Lebenssituation wenig einladend? Jetzt ist Schluss mit Frust. Lesen Sie, wie die Gnade Gottes Ihr gesamtes Leben zu Zufriedenheit und Dankbarkeit führen kann. Bestellen Sie nur durch die Gnade Gottes jetzt unter 040 88 88 411 11 oder besuchen Sie uns im Internet unter joyce-meyer.de.